الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. The analyst, we are alhamdulillah rabbil alameen. Das Haus Rosh Hashanah 31 Afraten gekauft. Für die Muslime. Nicht für Personen. Nicht für mich oder für eine andere Person. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir arbeiten drinnen. Und wir brauchen eure Unterstützung. Unterstützung für Allah. Weil derjenige, der ein Haus für Allah subhanahu wa ta'ala baut, wird ein Haus im Paradies bekommen. Und wenn man etwas geben möchte von seinem Herzen, vom Herzen und mit Absicht für Allah, dann soll geben. Wenn jemand das nicht vom Herzen gibt oder nicht für Allah gibt, braucht er nicht. Wir nehmen kein Geld. Alle Brüder, die hier alles organisieren, das wird Zelt bauen, hier drin arbeiten, keiner von uns nimmt einen Cent. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist Zeuge. Keiner nimmt einen Cent von der Moschee. Und alles, was wir von Spenden bekommen, Alhamdulillah, ist da. Und brauchen uns nicht zu schämen. Und brauchen uns nicht zu verstecken. Weil wir alles klar haben. Alles klar und transparent. Alle Spenden, die wir hier bekommen, die gehen nur in Moschee. Das bedeutet, wir zahlen damit Gas, Wasser, Strom und wir zahlen die Bauarbeit. Die hier in der Moschee machen werden, damit wir den kleinen Platz vergrößern. Vor 10 Jahren, was hatten wir? Oder vor 15 Jahren, was hatten wir? Gar nicht. Wir haben auf der Straße gebetet. Und Alhamdulillah, heute haben wir 2 Häuser. Und inshallah, später werden wir mehr haben. Und wir werden inshallah eines Tages Kindergarten, Schulen und Institut und inshallah Universität für Islamstudium hier gründen wir die Gitarre. Deshalb jeder, der für Allah subhanahu wa ta'ala etwas Gutes machen will, der soll für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Nicht für mich und nicht für ihn oder für ihn oder für ihn, sondern für Allah. Und lass das etwas von deinem Herzen für deinen letzten Tag, für deine Eltern und für dich und für deine Kinder und für deine Zukunft. Weil was du für Allah gibst, ist dein Vermögen. Und was du hinterlässt, werden deine Erben dann nehmen. Barakallahu fikum, jazakum Allah khair. الكل يعلم أن الحمد لله رب العالمين المسلمون هنا الحمد لله رب العالمين أننا اشترينا رش أشخاص 31 وهذا المبنى الحمد لله بقي منه من سعره 100,000 يورو حتى ندفع وكذلك بارك الله فيكم يوجد أعمال بناء في المسجد وإن شاء الله قريبا سننتهي من أعمال البناء ولكن نحن نحتاج مساعدة المسلمين في هذا الأمر لله سبحانه وتعالى يا أخوة نحن نقولها بصراحة ولا واحد من الذين يعملون هنا في المسجد أو يقومون في أمور المسجد ولا واحد يأخذ سنتا واحد لعمله إماما وقائمين على المسجد الحمد لله رب العالمين ونحن ما نخاف من هذا لأن أمورنا واضحة الحمد لله رب العالمين ولا واحد منا يأخذ وكل التبرعات التي تأتي إنما تدخل في أمور المسجد ندفع فيها الغاز والكهرباء والماء وندفع فيها أمور البناء بالنسبة للمسجد والحمد لله رب العالمين فالذي يريد وأقولها صراحة الذي يريد أن يتبرع لله في سبيل الله لبناء بيت في لشراء بيتا في الجنة فليفعل أما الذي ما يريد أو عنده شك فينا ما يحتاج أن يتبرع وما يحتاج أن يتكلم والله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد فالذي يريد أن يتبرع لله سبحانه وتعالى من بنى مسجدا لله أو بيتا لله بنى له الله سبحانه وتعالى بيتا في الجنة فالذي يريد أن يتصدق ويتبرع فليفعل والأخوة سيقومون الآن يجمعون تبرعاتكم اجعلها لله واجعلها لبيت الله وكما ذكرت الحمد لله رب العالمين نحن ما نتقاضى أي فلس على عملنا في هذا المسجد والحمد لله بارك الله فيكم جزاكم الله